Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 4. März 2020 mit einem kurzen und spontanen Video mit den Gilded Reverie Karten. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute und wie geht es weiter? Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst und dass du mir deine Gedanken zusendest. So, ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist bereit für die Legung. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen. Was denkt er, wenn er an dich denkt? Was ist jetzt so gerade auf seiner Kopfebene los, ja? So, was ist jetzt auf seiner Herzebene los? Schön, dass du da bist. Heute werden wenige Videos folgen, da wir heute Abend auch noch einen Livestream gemeinsam um 20 Uhr haben. Also ich werde das zeitlich, aus zeitlichen Gründen heute einfach nicht schaffen, mehrere Videos zu machen. Aber wenn ich dennoch irgendwie Zeit finde, dann weißt du auch, dass ich auch spontan welche Videos hochlade. Unter anderem steht auch noch das Wochenorakel an. Das werde ich auch gegebenenfalls machen. Und ich freue mich, wenn du halt meinen Kanal abonnierst und auch beim nächsten Video dabei bist. Das ist völlig kostenlos für dich. Also du registrierst dich einfach, meldest du dich an unter dem Video auf dem Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues oder ein Livestream oder was Spontanes vom Kanal Reka gibt. Also bei deinem Herzensmenschen ist heute die Energie, ja, die Kindheit. Also eventuell sind hier noch innere Kindthemen, was ich jetzt hier, Verzeihung, ich habe jetzt mein Mobilfunktelefon nicht auf leise gestellt. Also es geht hier darum, es sind eventuell hier wirklich Kindheitsthemen. Das innere Kind meldet sich nochmal. Aber da kommt eine Erneuerung. Also es kommt ein neuer Zyklus, also der Neuanfang, wenn ich dir sagen würde, Neuanfang so nicht. Vielleicht kommen auch wirklich Kindheitsthemen nochmal, was aktuell sind, nochmal bei ihm hoch. Oder Themen mit Kindern. Falls er Kinder hat, können das auch natürlich eine Rolle spielen, dass jetzt was mit den Kindern gerade ist oder dass es heute eine große und besondere Rolle in seinem Leben spielt. Allgemein, die Energie ist so. So, auf der Kopfebene, er verbindet sich heute immer mehr mit seiner inneren Weisheit. Also das bedeutet, dass ihm so Eingebungen, vielleicht Ideen kommen, Informationen zu ihm kommen. Wie ich das jetzt hier generell noch wahrnehme, also positive Eingebungen, generell positive Eingebungen, vielleicht auch Lösungen. Also die Sonne steht für Geborgenheit, Zufriedenheit. Also im familiären Bereich, also der Heilung der Familienthemen auch auf der Kopfebene, auch wenn es noch so ein bisschen, ja, bis jetzt so nicht richtig gelaufen ist, vielleicht hat er sich auch noch was vorgemacht, vielleicht war der auch nicht ganz ehrlich, eine Unehrlichkeit, Hinterlistigkeit könnte hier eine Rolle spielen, also es löst sich ganz positiv und ganz gut auf seine Kopfebene
auf, also wie gesagt, vielleicht auch in diesen familiären Themen, auch wenn der jetzt in deine Richtung denkt, ja, oder in diesen Ahnenthemen. Was fühlt er denn in Bezug auf dich? Also starke Sehnsucht ist da, das Glücksgefühl ist da in seinem Herzen, also der ist schon ganz schön glücklich, wenn er an dich denkt. Und, also wie gesagt, also sind hier auch also starke Sehnsüchte da. Allerdings ist noch so ein bisschen verwirrt und findet noch so nicht richtig seine innere Mitte. Die innere Mitte zu finden, bedarf auch immer wieder, also wie gesagt, es bedarf auch immer wieder, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Selbstreflexion auch und auch sich mit sich selber, mit den Gefühlen und mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Also er sucht aber nach Lösungen. Und wie geht es heute weiter oder was ist der mögliche nächste Schritt? Also es kommt die göttliche Führung, also wie du siehst, der Stern. Gut, das steht zwar Kopf, vielleicht kommt das in kleine Hinweise, vielleicht sind das kleine Hinweise oder kleine Zeichen, die sich ihm auch über den Weg heute laufen. Vielleicht sieht er auch Initialen oder irgendwas, was ihm in diese Richtung auch bewegt oder ihm den Weg weist, also in diese Seelenpartnerschaft, in diesen Dual-Seelen-Seelenpartner-Prozess. Und wie du siehst, es kommen aber auch Ängste, die auch mit diesen Zyklen, mit diesem Entwicklungszyklus auch zu tun hat. Was bedeutet das? Also dieser Prozess durchläuft bestimmte Zyklen und der ist noch nicht vollendet, also ihr seid noch nicht ganz zusammen. Also das kann bedeuten, dass das jetzt in diesem Zyklus noch unterdrückte oder unbewusste Ängste sich hier in dieser Verbindung nochmal sich zeigen. Also heute besonders. So, wir schauen nochmal hier aus den Karten der Greka. Auf Wolke 7 möchte ich gerne einen Engel fragen, welche Engel ihn begleiten möchte heute. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen und er bekommt die Motivation. Engel der Motivation begleitet ihn. Lass dich von der Engel der Motivation beflügeln und spüre die Energie, die du dadurch entfaltest. So erwacht die Tatkraft, Lebendigkeit und Stärke in dir. Also es wird hier gesagt, dass er trotz all dem sich motivieren lässt, sich beflügeln lässt, dass er diese Energie spürt. Das gibt ihm dann auch wirklich diese Tatkraft. Also in erster Linie die Tatkraft, diese göttliche Führung, diese Zeichen, die der erhält. Also das kann ihm auch motivieren, ja, auf dich zuzukommen und dran zu bleiben. Die Stärke in ihm wird ihm hier die Sonnenenergie auch geben. Das ist auch Stück weit die männliche Kraft, Verzeihung. Das ist hier die männliche Kraft, die ihm, also in ihm sehr, sehr präsent ist, auch im Kopf schon, ja. Also dieses, ja, dieses schöne Gefühl und auch vielleicht auch so dieses Durchsetzungskraft, ja. Also diese Tatkraft und also die Lebendigkeit, also gibt ihm hier der Klee. Also der Klee ist für die Lebendigkeit, also das heißt, dieses Glücksgefühl im Herzen zu spüren. Ich hoffe, du konntest das annehmen und bist du gut mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und wie gesagt, wenn du meinen Kanal folgst. Falls du Beratungen oder einen Termin bei mir möchtest und dir einen Platz sichern möchtest, verbindlich, melde dich dazu bitte über den Kontaktformular meiner Homepage an. Also Termine nur in schriftlicher Form, das findest du in der Infobox. Findest du in der Infobox meine Homepage und gehst du über den Kontakt und trägst du auch dein Anliegen dazu ein. Und natürlich auch deinen Wunschzeitpunkt, also der Termin, wie viel Uhr oder Nachmittag, Vormittag oder morgens, wann es für dich der Termin am besten passt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und wir sehen uns spätestens heute Abend um 20 Uhr bei meinem Livestream. Ich freue mich, wenn du dabei bist
und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.